haben wir, dass wir einfach eine kühlere Hallentemperatur haben, dass man zufriedene Mitarbeiter hat, das Arbeitsklima dadurch stärkt und natürlich auch die Maschinen. Wir fertigen im Tausendstelbereich. Da ist es eben ganz wichtig, dass die Temperatur eine Konstante aufweist. Und das zusammen ergibt dann natürlich die beste Qualität und wir streben halber nach bester Qualität. Also war das eigentlich auch unsere Entscheidung, dass wir sie für Infranorm und das Kühlsystem mit der adäquaten Kühlung entschieden haben. Die Vorteile waren einfach einmal die Wirtschaftlichkeit. Dann war einfach auch das der Vorteil, dass keine Klimaanlage ist mit trockener Luft, sondern einfach auch eine allgemeine angenehme Kühlung. Und dass man eben wieder in dem Bereich die Temperatur auf einem gewissen Toleranzfeld halten kann. Das heißt, in 2 Grad, dass man da konstant bleibt, dass man die Schwankungen einfach vermeidet. Auf die Mitarbeiter, einfach, sie haben ein angenehmes Klima, sie können von der Früh bis auf die Nacht, wurscht zu was für einer Tageszeit, bei dieselben Temperaturen arbeiten, was natürlich sehr angenehm ist und eine gute Auswirkung auch hat auf die Konzentration, auf die Müdigkeit, dass man das einfach auch kettet und bestmögliche Qualität wieder rausbringt.